Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute in der Ausgabe, wie immer einmal schnell ans Mikrofon gegessen auch. Und zwar willkommen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und natürlich zu kommentieren. Wir werden das heute so machen wie beim letzten Mal. Das hatte ja da zu guten Themen geführt. Und zwar, wenn ihr eure Fragen stellt, werde ich diese Fragen am Ende beantworten. Die erste Frage werde ich natürlich auch beantworten. Ja, das Bild hinten hängt schief. Das habe ich bewusst so gelassen, um die Perspektive zu schönen. Nein, das Lufthansa-Schild wird angebracht. Nicht das, was da steht. Es wird ein anderes angebracht. Also insofern, lasst uns mit den Themen anfangen. Mitte Oktober droht bei der Swiss das, was bei der Lufthansa war. Heißt also, die Kollegen können streiken. Dann am Montag ist die Beerdigung der Queen. Da gibt es in London Heathrow eventuell nicht nur Probleme, sondern auch einen Stopp am Flughafen. Diese und Deal haben wir auch. Und zwar geht es bei dem Deal wohin eigentlich? Das muss ich gerade nochmal selber schauen. Und zwar nach Bahrain an den Golf. Wir haben auch nochmal eine Abschlussrechnung, damit alle Freunde des Lufthansa-Kredits der Bundesrepublik Deutschland mal sehen, dass sich das für uns als Steuerbürger oder für euch als Steuerbürger gelohnt hat. Und dann gibt es einen Vorschlag vom Niedersachsen. Die machen ernst und wollen das Ganze wirklich in der Tat auf die Spur bringen. Aber es gibt da auch welche, die dieses Attacke nicht wollen. Und jetzt denkt euch einfach mal ein Intro aus. An dieser Stelle, Intro kommt hier. Das erste Thema, lasst uns mit dem nicht so hübschen anfangen. Das ist das Thema Streik. Und Streik ist ja ein ständiger Begleiter von uns als Passagiere bei der Lufthansa-Gruppe. Erst haben die am Boden gestreikt, dann haben die Piloten gestreikt und dann kamen jetzt die Schweizer, die streiken. Kabine fehlt ja auch noch. Die Freunde von der Gewerkschaft in der Schweiz sagen, sie sind unglücklich. Und zwar ist das so, dass man bei den Piloten die Aufbesserung beim Gehalt im Umfang von 60 Millionen Franken haben möchte. Das sind 62 Millionen Euro. Und die Swiss hat das so ganz einfach aus dem Lameng heraus heute mal mitgeteilt. Es geht da um die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben im Wert von 30 Millionen, ein Angebot zur teilweisen Umlagerung der variablen Lohnkomponenten in höheren Fixlohn, wenn sich das Geschäft gut entwickelt, und eine Erhöhung der Gesamtvergütung in Abhängigkeit von der Seniorität um jährlich 3.000 bis 9.000 Franken, also auch um richtig Geld. Der Vorschlag von der Aeropers, so heißt die Gewerkschaft, ist irgendwie von der, ist abgelehnt worden, so die Swiss. Warum? Ganz einfach, weil es gibt für das Personal keinen Kollektivvertrag und der Vorschlag wurde halt von den Mitgliedern abgelehnt. Deshalb verhandelt der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter jeweils und das Angebot von der Swiss stammt aus einer Zeit von großer Unsicherheit. Ich weiß nicht, ob wir jetzt mehr Sicherheit haben bei der Lufthansa und bei der Swiss oder sonst was, weil der Winter ja ein Problem darstellt. Und man möchte natürlich Zugeständnis machen. Die Gewerkschaften erwarten ein verbessertes Angebot. Wenn wir jetzt gehört haben, was ein Streiktag bei der Lufthansa gekostet hat, das sollen ja angeblich irgendwie 30 Millionen gewesen sein, ist das schon krass. Nur ich, auch bei den Schweizern, ich glaube, wir sollten da mal gucken, dass die unteren Lohngruppen mehr Geld kriegen, weil die meisten Probleme haben. Also es sind in meinen Augen vielleicht luxuriösere Probleme als andere. Wer nach London fliegen wollte oder von London fliegen wollte am 19. September, der hat ein Problem, weil das Vereinigte Königreich natürlich die Queen in Würde und in Ehren unter die Erde bringen möchte, ist es halt einfach so, dass man die Trauerfeier hat und in dem Verlauf gibt es um 11.55 Uhr landesweit zwei Schweigeminuten. Das ist aber nicht das Problem. Dadurch, dass die Trauerfeier den Sarg mit der Prozession zum Schloss Windsor gebracht hat, wo der Gottesdienst dann in der
St. George Kapelle stattfindet. Und am Abend wird die Königin dann halt an der Seite ihres vergangenen Jahres gestorbenen Ehemanns Prinz Philipp beigesetzt. Der Flugplan soll nicht stören und man nimmt Rücksicht auf die Trauerfeier. Und deshalb will man aus Respektsgründen den Flugbetrieb zum und vom Flughafen entsprechend anpassen, um halt wirklich nicht nur Flugbetrieb, sondern auch Verkehr zu reduzieren. Und der Flughafen hat halt erklärt, dass man zwischen 11.40 Uhr und 12.10 Uhr keine Flüge macht und ganz einfach, um die Schweigeminuten nicht zu stören. Also ich finde das einen interessanten Move. Und auch der Flugplan in London City wird angepasst, also nicht nur in Heathrow. Zwischen 13.45 und 14.20 werden am Flughafen keine Ankünfte stattfinden und zwischen 15.05 und 16.45 keine Abflüge. Und von 16.45 bis 21 Uhr werden zudem mit Rücksicht auf die Beisetzung in Schloss Windsor weniger Abflüge durchgeführt als üblich. Es wird erwartet, dass Airlines im Hinblick gewisse Flüge annullieren. Ich habe auch schon bei Kunden die ersten SMS und so weiter gesehen. United zum Beispiel, die haben halt geschrieben, dass das stattfindet, dass man darauf Rücksicht nimmt. Ja, natürlich ist das die besondere Lage. Der City-Flughafen ist in der Stadt, auch Heathrow ist in der Stadt und das ist dann natürlich mit dem Flugverkehr. Jetzt lasst uns doch mal ein anderes Thema anschneiden. Und zwar haben wir doch immer wieder gehört von der Lufthansa, was die Lufthansa für eine Bude ist. Die wird vom Staat subventioniert und. Und ich möchte euch nochmal eine Zahl nennen. Hätte man die Lufthansa subventioniert, wie man die Alitalia subventioniert hätte, hätte die Lufthansa 44 Milliarden bekommen müssen, wenn man das aufs Personal umrechnet, wenn ich die Zahl richtig kapituliere, und nicht zurückzahlen. Die Lufthansa hat aber von der Bundesrepublik Deutschland einen Kredit bekommen, den man jetzt zurückgezahlt hat. Und zwei Jahre nach dieser Rettung der Lufthansa hat der deutsche Staat die letzten Anteile wieder zurückverkauft und hat damit dann Geld gemacht. Die Wertstabilisierungsfondsveranstaltung, also WSF, wie es heißt, hat dabei einen Gewinn von 760 Millionen Euro realisiert. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die haben sich 760 Millionen Euro vergolden lassen. Das Ganze ist doch nicht schlecht für uns als Steuerzahler, dass wir da ja gut wegkommen. Wir haben dann weiter als nächstes Thema, wenn wir uns das Ganze mal angucken, das Thema dann, dass wir dann mal gucken, was dann noch passiert ist mit dem Geld. Und zwar hat Klaus-Michael Kühne mit seiner Firma diesen Anteil auf 17,5% aufgestockt. Und das muss man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, ist schon eine coole Geschichte. Wenn man dann weitermacht, dabei ist das ja so, man wollte ja mehr machen, aber er macht einfach nicht mehr, weil er Angst hat, dass das nicht geht. Zudem hat die Lufthansa nach eigenen Angaben auch 92 Millionen Euro Zinsen für Kredite und stille Einlagen des deutschen Staates gezahlt. Und die sind auch bereits im November 2021 vollständig zurückgeführt worden. Das sind doch mal geile Zahlen, oder? Also ich denke mal, dass diese Einlagen, die man gemacht hat, da dann zu Vorteilen geführt haben. Was jetzt natürlich auch ein Grund ist, warum man die Kredite so schnell zurückgezahlt hat, ist, dass die Lufthansa da ganz klipp und klar natürlich Geld mitgemacht hat mit den ganzen Sachen, dass man jetzt auch wieder Dividenden auszahlen kann und ganz, ganz wichtig auch an ausländischen Fluggesellschaften. ITA ist natürlich jetzt so ein bisschen schlecht gelaufen, aber die TAP steht ja schon in den Startlöchern, um da wieder bei Lufthansa unter die Arme gegriffen zu werden. Wie heißt das? Nee, damit Lufthansa bei der TAP unter die Arme greift, so ist es richtig. Lufthansa verkauft natürlich auch jetzt so ein bisschen Tafelsilber. Da kann man jetzt natürlich so stehen, wie man will. Die Lufthansa-Technik ist ins Fenster gestellt worden. Wir haben ja alle mitgekriegt, wie er die Gate-Gummi, die Lufthansa Sky-Chef zumindest in Europa gekauft hat. Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit das gut ist, weil man damit natürlich auch jetzt wieder Kredite zurückführen möchte, beziehungsweise irgendwelche Zahlungen, die man sich oder Geld, das man sich geliehen hat. Die Franken, die 60 Millionen, die man bekommen hat, sind auch wieder zurückgezahlt worden in der Schweiz. Und Spohr hat natürlich auch lieber das Geld am Kapitalmarkt geholt. Warum? Ganz einfach, der Steuerzahler, der hat da halt schlechte Konditionen, um es mal so zu sagen. Man hat ja auch Staatshilfen aus Österreich 210, Belgien 287 Millionen bekommen.
Und die werden ja auch pünktlich zurückgezahlt. Was sollte man noch sagen? Ich denke mal, dass die 6 Milliarden Euro einschließlich des Aktienpakets, die der WSF hatte, während die staatlichen KfW-Bank einen Kredit über 1 Milliarde beisteuerte, das Gesamtvolumen also 9 Millionen waren, ist ja nie ausgeschöpft worden. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, waren es bis zu 9,5% und die sind bei 4%, glaube ich, getilgt worden. Das war dann gerade so noch okay. Ich hatte ja darüber berichtet, dass man im Bundesrat eine Initiative des Landes Niedersachsen hat, die die Vorkasse bei Flugreisen zu Fall bringen möchte. Und man attackiert das Thema und will sie also auch nach vorne bringen. Und wie die SPD-CDU-Landesregierung in der Antrag zur Bundesratssitzung am Freitag ausführte, ist es so, dass man beim Check-in erst bezahlen soll, also nicht schon Monate vorher. Aktueller Anlass ist natürlich auch das, was man erfahren hat während Covid und Corona, wo tausende Flugabsagen waren im Sommer diesen Jahres ja auch, weil man auf einmal mehr Passagiere hatte. Die Air Berlin-Pleite ist allen ja noch in den Ohren, in den Knochen, hätte ich fast gesagt. Die sind ja immer noch nicht vorbei. Der Dr. Flöter, wie er heißt, der ist ja immer noch dran, die Bude zu versilbern. Und das dauert auch. Ich hatte irgendwo noch einen Beitrag, den wollte ich auch mal in die Sendung nehmen, dass das Ganze noch nicht abgeschlossen ist. Und das ist schon so viele Jahre her. Also ich finde es echt merkwürdig. Flugausfälle, auf die die Reisen keinerlei Einfluss haben, dürfen nicht zusätzlichen Aufwand der Leute hinter sich ziehen. Und man würde halt so die Airlines auch begünstigen, sagt zumindest Bernd Althusmann von der CDU. Das ist der Wirtschaftsminister von Niedersachsen, der deutschen Presseagentur. Und ein Vorkassverbot würde das bisherige System der Preisfindung nicht beeinträchtigen. Keine Gesellschaft muss fürchten, dass Reisende nach einer frühen Buchung nicht am Flughafen erscheinen. Denn Vorkassverbot verpflichtet die Reise natürlich trotzdem dazu, die gebuchten Tickets zu bezahlen. Ja, nur das Problem ist, wenn du nicht bezahlen kannst, ist das dann ein Problem. Und Preisvorteile bei der frühen Buchung ist auch so ein Thema, weil wenn man sich das anguckt, das bisherige System hat natürlich so sich bewährt, eigentlich bis auf das Rückzahlungsproblem. Und deshalb glaube ich ehrlicherweise eher dran, und das hatte ich ja schon mal an anderer Stelle gesagt, dass wir das Pferd von hinten aufzäumen müssen. Heißt also ergo, dass wir da bei dem Thema etwas mehr, sagen wir mal so, die Verpflichtungen der Fluggesellschaften schauen müssen, dass die das Geld zurückzahlen. Also nicht, dass das Geld dann irgendwo da im Orbit hängen bleibt und man muss hinterher rennen, sondern muss automatisch zurückzahlen. Das ist in meinen Augen das Richtige. Und natürlich, man kann mit Kreditkarte und über Hotels und alles, aber ich finde es schwierig. Also ich bin ein großer Freund davon, dass man den Fluggesellschaften einen auf den Sack gibt. Aber es ist nichts älter als ein Sitz bei einer Fluggesellschaft, der nicht verkauft wurde. Und wenn dann die Leute nicht kommen und dann muss die Fluggesellschaft dem Geld hinterher rennen. Ich hatte mal eine Zahl gehört, dass das 4% mehr Kosten verursachen würde für uns, wenn die Vorkasse weg wäre. Und nochmal, ich glaube wirklich, die Fluggesellschaften sollten da schauen, dass sie zurückzahlen und der Staat sollte bestrafen. Wir hatten ja auch einen interessanten Fall beim Stammtisch in Frankfurt, wo ein Kollege berichtet hat, dass in den USA natürlich das Department of Transportation, das DOT, da knallharte Strafen gibt. Und das ist dann natürlich etwas, was ja wesentlich angenehmer ist für uns als Passagiere. Warum? Ganz einfach, weil wir als Passagiere da das Geld sofort kriegen. Also das heißt, wenn man bei Offload diese 1550 Dollar, sagte Matthias, die man kriegt, in Deutschland sind es ja nur 600 Euro, wenn man die nicht innerhalb von 24 Stunden Cash kriegt, kostet Strafe. Wird in Deutschland ja auch so nicht gemacht. Ja, dann haben wir am Schluss wieder ein gutes Thema, aber ich erinnere euch nochmal daran, dass wenn ihr am Ende Fragen beantwortet haben wollt, stellt sie einfach in dem Chat und dann beantworte ich eure Frage. Ja, wir haben jetzt wieder Dealzone. Dealzone heißt für uns immer natürlich ein Angebot, wo man sich fast nicht wehren kann, und zwar ein Flug mit der Lufthansa von Helsinki, quasi wie für mich geschaffen, und dann nach Bahrain über Frankfurt in der Buchungsklasse P
in der Business Class. Also wichtig ist, dass man 6 Tage Aufenthalt hat oder am ersten Sonntag. Das heißt also, man könnte rein theoretisch Samstag hinfliegen, Sonntag zurückkommen. Und damit hätte man das von der Buchungsklasse P. Flüge findet ihr zum Beispiel Anfang des Jahres. Jetzt gibt es noch eine Lustigkeit, wie immer. Ihr wisst ja, Meilen. Jetzt gucken wir mal, dass das klappt. Haben wir das richtig drin? Ja, wunderbar. Da seht ihr das dann auch, dass wir Helsinki-Frankfurt haben. In der P von Frankfurt nach Bahrain, Bahrain nach Frankfurt und von Frankfurt nach Helsinki. Das ergibt dann, und da scrolle ich hoch, bei der Air China 11.954, Singapore Airlines 9.286, 7.428 sind es bei der Thai, bei der Copa, bei der United. Und ich habe einen vergessen, ich weiß es gar nicht, wen ich vergessen habe, LATAM natürlich. Dann geht es weiter mit der Lufthansa und der SAS, die sind bei 7.018. Wichtig ist, bei der Lufthansa gibt es noch Executive Bonus dazu, wenn ihr Frequent Traveler, Senator oder Horn Circle seid. Und dann gibt es noch einige Warnungen für Air New Zealand, logischerweise mit 0 Euro, aber ihr wisst ja, wie das zu bewerten ist. Ich scroll das mal ein bisschen höher, damit ihr das ordentlich seht. Und da gibt es ganz, ganz wichtig, natürlich Meilen, aber ich hatte euch das ja mal erklärt, warum das so ist. Und schon bin ich wieder komplett im Bild. Wir werden dann jetzt natürlich einige Fragen von euch beantworten. Dann haben wir hier zum Beispiel die Frage vom Guido. Die blende ich euch ein. Lohnt es sich, Lufthansa-Aktien zu kaufen? Ey, ich werde einen Teufel tun und Lufthansa-Aktien empfehlen oder grundsätzlich Geldprodukte zu empfehlen. Ich kann das ehrlicherweise nicht sagen. Also hätte ich Löcher in Händen, wäre ein Reichtum, würde ich dann zumachen. Oder ich würde dann auch heute, glaube ich, die Sendung nicht machen, wenn ich solche Sachen einfach wissen würde. Ja, Guido, ich mache das mal weg. Wo ist es? Da ist es weg. Dann haben wir den Totti, der hat da lustige Sachen geschrieben. Er ist an der Gin Tonic Front, das ist zwar keine Frage, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Gin Tonic geht immer und wenn es der richtige ist, gehen da auch mehr von. Ja, heute wenig von den Fragen, die ihr hattet, konnte ich beantworten, weil es gab keine Fragen. Ihr könnt jetzt noch schön Fragen stellen, wenn ihr wollt. Wir haben noch ein bisschen 2 Minuten Zeit. Totti muss ich einmal wieder ausblenden, sonst wird das hier zu viel Gin Tonic. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, Kanalmitgliedschaft, dann habt ihr natürlich einige Vorteile und wir natürlich auch. Das heißt also, ihr schätzt uns wert und unterstützt uns bei der Arbeit. Ja, danke, dass ihr dann heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff in dem wunderbaren Freitagsgedöns. Und schauen wir einfach mal, wann wir den Stammtisch in Düsseldorf machen, um einige Leute nochmal da ein bisschen zu triggern. Also Hotel ist bei mir gebucht, alles ist tippitoppi. Werde da nochmal mit Sven mir Gedanken machen, wann wir Düsseldorf machen. Werden auch einen Stammtisch übrigens in Helsinki machen, wahrscheinlich nächste Woche so in dem Dreh. Wahrscheinlich kommt da auch noch ein Hinweis. Und was soll ich noch sagen? Kommentiert, abonniert, Like da lassen und Glocke an, dann haben wir alles. Und danke, dass ihr heute dabei wart und bis morgen in Alter und in Frische. Also bis dann und ciao.